Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator. Ja. So. Das Spiel fortsetzen. Genau, wir müssen noch den Auflieger abholen. Genau, letzte Folge haben wir uns ja teleportet. Das heißt, jetzt können wir den Auflieger für die aktuelle Mission zu unserer Heimatinsel sogar. Also da, wo wir das Let's Play angefangen haben. Aktuell ist ja unsere aktuelle Heimatgarage ist ja Laiti. Aber quasi unser Geburtsort, I don't know. Der ist ja diese Inselgruppe da unten. Ich weiß nicht mal, zu welchem Land das gehört. I don't know. Geografie war halt noch nie so meins. Warum sind hier Autos? Warum ist ein Tesla? So. Achso, halt, Musik. Ja, und da geht da die Mission hin, ne? Wir fahren ja unten Italien, glaube ich, ist das. Ich habe gar keine Ahnung. Ja doch, genau, Italien, genau. Wir fahren von da, komplett rund da, dann hier unten mit dem Schiff. Was ist das? Wo gehört das zu? Ist das auch Teil von Italien oder was? Oder hat das bereits Russland annektiert? Weiß man ja nie mittlerweile. Das Schöne ist natürlich bei den ganzen Impfstoffen, es ist A super wertvoll, so, und vor allen Dingen halt B super leicht. Like, holy shit, ist das Zeug leicht. Das heißt, man kommt auch relativ schnell voran. Mal auf hier. Es ist vorbei. Es ist vorbei, wenn ich sage, es ist vorbei. So, wohin da? Ich hasse diesen Bereich hier, Alter. Das ist ein Pfosten, ne? Ah, egal. Der sollte nicht stören. Super eingepackt, Digga. Ich wollte nur noch rückwärts sitzen. Nice, so muss das sein. Fertig zum Losfahren. Auch nicht schon wieder rot. Ernsthaft, wir haben so kacke hier. Alles ist doch nicht normal. Mach mal eine. Oh, Alter, so gelb. Alter, das ist für eine Puffbeleuchtung. Achso, das ist die Ampel. Ah, so sieht schon besser aus. Gott, Alter. Das rote Licht sah gerade aus, wie als wenn hier alles rosa und gelb wäre. Mehr Puff geht ja gar nicht.
Oder davon wird schon wieder rot. Ich krieg ein Kind. Ey, lass mich durch hier, ich bin Arzt. So viel zum Rumspeeden. Ach ja, gute alte Zeiten. Ist da vorne schon wieder rot? Wer entwickelt so eine Ampelschaltung? Please. Ich spiel gleich mal direkt in den Klepsmühle ab, Alter. Das geht ja gar nicht. Aua. Warum ist die Handbremse so schwach? Fächtelbremse. Also die Motorbremse. Wisst ihr schon, was ich meine? Na, fahr doch. Hallo, ich meine. Oh ja. Wir sind jetzt Autobahn. Wenn der Herr nicht alles blockieren würde. Affe. Ja, wir müssen noch bald tanken wieder. Der Tank hält bloß noch für 1200 Kilometer. Und so wie wir rasen, reicht es für weniger zu gehandeln. Weil die Anzeige unten ist, ne, wenn man mal vergleicht, 1200 Kilometer bei 600 Liter. Bin ich gerade falsch abgebogen? Kann sein, dass ich irgendwo langfahre, wo ich gar nicht langfahren will. Aber hey, ich meine, zumindest ist alles unbekannt. Also selbst wenn die hier nicht langfahren sollten, schauen kann es nicht. Ich glaube, er wollte mich so lang schicken, ne? Ich bin hier gerade fast abgebogen. Ja gut. Was wollte ich gerade sagen? Genau, 1200 Kilometer, 600 Liter heißt 50 Liter je 100 Kilometer. Das Problem ist, wenn wir die ganze Zeit den Motor auf Anschlag haben, dann schluckt man ein bisschen mehr als 50 Kilometer pro Liter. Nee, mehr. Was? Muss ich wieder. Ich sollte mich mehr auf Fahren konzentrieren. Wenn wir die ganze Zeit auf dem Gas stehen, dann verbrauchen wir ein bisschen mehr als 50 Liter pro 100 Kilometer. So rum. Und ja, dementsprechend ist die geschätzte Reststrecke da unten natürlich dann nicht richtig. Das heißt, wenn er sagt, wir reichen 1200 Kilometer, ich meine, das würde eh nicht für 1300 Kilometer reichen, so, Und B ist die Anzeige sowieso zu optimistisch. Quasi. Aber wo schickt er uns jetzt hier lang? Oh mein Gott, was mache ich hier gerade? Obwohl es die alte Stelle, die so komisch verwinkelt ist. Nächste Maut ist dann bloß hier. Da ist doch übersichtlich. Und hier wäre auch überall Maut. Also große Nachteile haben wir dadurch jetzt nicht bekommen. Na gut, okay, doch. Hier hatten wir nur eins. Ja gut, das eine mal mehr. Also, und wie gesagt, wir fahren Strecke, die wir noch nicht kannten, noch nicht kennen. Und das ist ja auch immer was Feines. Ah, endlich mal wieder eine Strecke, wo man einfach durchfahren kann. Das ist ja schön. Wir sind noch nur mit 30. Wäre geil, weil es gibt ja so Autobahnen, dass du diese Mautsysteme so als Brücke, dass du dann oben diese entsprechenden NFC-Geräte oder was auch immer das für ein Standard ist. NFC kann es ja gar nicht sein, wenn es so weit entfernt ist. Egal. Auf jeden Fall hast du da halt, ne, da kannst du einfach durchrasen. So, da brauchst du überhaupt nicht runterbremsen, sondern da fährst du einfach mit deiner normalen Geschwindigkeit einfach weiter und alles andere geht vollautomatisch.
Ich glaube, das war sogar in Spanien, wo das so war. Das ist nicht mal modern. So, ne? Warum das nicht überall einfach so? Wäre das so schwer? Leider ja. Wahrscheinlich ja. Da vorne sind schon wieder alle Spuren dicht. Könnt schon wieder kotzen. Was ist hier vorne eigentlich? Ach, die Stelle. Ah. Stimmt, die könnt ihr aus dem Let's Play noch gar nicht. Irgendwie ist alles neu. Aber ich kenne die Stelle tatsächlich schon. Das ist eine von den Streckenteilen, wo ich, als ich sehr aktiv. Also ist jetzt nicht so lange her. Aber vor einigen Wochen bin ich ja sehr aktiv mit meiner Familie gefahren. Und da sind wir die Strecke hier mehrmals abgefahren. Leider ganz schön enge Kurven hier. Vor allen Dingen weiß ich gerade nicht genau, wie die Streckenführung hier ist. Okay, ich lasse hier mal die lieber vorbei hier. Ah, doch genau, wir müssen hier lang, ja. Und hier ist natürlich mit Überholen auch relativ riskant, machbar, aber... So eine Tunnel sind mir eigentlich immer zu eng für sowas. Mag ich nicht. Fühle ich mich immer unwohl dabei. Also Punchstreifen fahren ist genau meine Welt, so genau meins. Aber so einen Tunnel überholen, da ist dann immer super unwohl. Hey, wobei ich nicht, hier ist doch noch alles gelb. Ja, eben, ab hier wird es erst unbekannt. Hier sind wir schon lang gefahren, nur halt in die andere Richtung. Alter, wie der LKW gerade aufgewippt hat, Alter. Holy shit. Da wird man direkt übel. Nicht, weil ich seekrank werde oder so. Der will ja abbiegen. Wollen die beide abbiegen? Wir biegen halt auch mit ab. Sondern weil ich nicht weiß, wie sich die Physik da verhält. Ach so, jetzt ist die hässliche Ausfahrt, ne? Ah, egal, krieg ich trotzdem. So. Ja eben, weil ich nicht mal weiß, wie er denn bei dem Rumpflippen da die Bodenhaftung verliert. Sehr unangenehm. Aber die Ambiente hier ist schon echt geil. Überall so dieses Grüne, dann dieser Sonnenaufgang dabei. Ja, also Sonnenaufgang ist ja schon vorbei, aber dass die Sonne halt noch relativ tief steht. Ist schon alles hier eine geile Atmosphäre gerade. Gefällt mir. Aber... Gefällt mir sowieso, deswegen habe ich das ja auch als meine Stadt-Start-Sequenz auserkoren, weil hier halt so schön gebirgig alles ist. Und wenn es irgendwo schön ist, dann hier. So. Und das hat sich bestätigt. Also, die Rechnung ging auf. Oh, ernsthaft jetzt? Ich schau dich gleich weg, Alter. Guck mal hier. Bleib mal schön stehen hier, Alter. Bumm. Weggebumst. Hast jetzt davon, du Arsch.
Yeah, guckt euch diesen wunderschönen LKW an. Einfach links kommt die Sonne zu sehr. Oh, Entschuldigung. Auch sehr geil. Hoffentlich ist die Spur frei. Oh, ich sehe nichts mehr. Oh, Alter, nee. Geht gar nicht. Vor allem, wenn da vorne auch wieder Kurven kommen. Ich meine, das ist geile Optik, aber wenn du halt nicht weißt, wo du lang fährst, ist das halt blöd so. Ich meine, gut, außer du fährst so langsam, dass du genau weißt, du kannst niemanden hinten reinfahren, so. Aber nicht, wenn du dann auch noch schneller fährst als alle anderen und dementsprechend sehr wohl anderen hinten reinfahren kannst. So, dann ist schwierig, so. Wie irgendjemand überholt er jetzt vorne. Dann kann ich sie aber gleich. Ah, vorne kommt einige Kurven. Also eine vor allen Dingen. Oh man, ist alles dicht, Alter. Teil für Beauty Short. Woohoo, yay. Woo, guck mal, bei 200 schöne LKW. Schönste LKW der Welt. Garantiert durch mich. Herzlicher blauer Wagen, Alter. Der verspürt einen wunderschönen LKW. Die streng ich ab, du und so. Guck mal her hier. Boom hat's gemacht, hast du gehört? Ja, solche Leute muss man Benehmen beibringen, direkt von Geburt an. Und lernt es nicht mehr. So. Ha? Das war also ein Dienst an die Menschheit. Also kannst du nirgends überholen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mindestens wird der graue vor uns reinigermaßen schnell. Und fädelt sich das vielleicht sogar links ein. Rechts. Links von wer? Ja, ne, das andere links halt. Ist das doch. Jetzt kommt der nächste da. Los, zieh vorbei, du Affe. Danke. Und vorne kommt wieder so eine enge Kurve. Was wollen die mit ihren kacken Kurven hier?
Flugzeug ist jetzt nicht, aber da vorne kommt schon viel Verkehr. Warum ist hier so viel Verkehr? Ha? Meine Fresse, ey. Oh mein Gott. Das ist so einspurig. Oh mein Gott. Wenigstens kann man jetzt hier wieder überholen. Yay. Hoffentlich bleibt es doch so, aber sieht gut aus. Auch geil mit dem Glas. Nice. Schöne Optik. Digga, was hast du denn für eine Autobahn? Warum ist hier alles einspurig? Wir kommen doch so eine geniale Idee. Wollten die Beton spannen oder was? Diese Italiener, ich sag's euch. Oh, da vorne ist schon wieder Maut. Telepass ist rechts. Okidoki. Aber wieder mit Schranke. Natürlich mit Schranke. Bis der vorhin hatten wir geschätzte Reststrecke von 1200 Kilometer und mussten noch 1300 fahren. Also Diskrepanz von 100 Kilometer. Jetzt haben wir eine geschätzte von 650 und müssen noch 880 fahren, also mehr als 200 Kilometer. Und das ist halt ein Indikator dafür, ne, dass wir zu viel verbrauchen. Ich meine, ich kann mal gucken, aktueller Spritverbrauch ist... Na, ich muss mal hier zurücksetzen. So. Gut, aktuell 73, das ist natürlich unrealistisch, obwohl gar nicht so sehr. Kritisch. Wir brauchen so viel Sprit, Alter. Holy shit. So, schon abdrängen. Man muss immer zeigen, wer der Boss ist, Leute. Man muss immer zeigen, wer der Boss auf der Autobahn ist. Die anderen Autofahrer vergessen das so schnell. Ha? Ich habe erst letztens gesehen, da hatte ich rot und die anderen hatten grün. Und die sind einfach losgefahren, weil sie dachten, für mich gilt die Ampel auch. Also sowas... Das ist dann wirklich einfach respektlos mir gegenüber, ja, meiner Person und meiner Autorität. Ja? Und ne, den habe ich halt direkt weggebumst, den Typen. Ja? Und das musst du wirklich konsequent machen, ja. Wenn das einmal in den Leuten drin ist, das kriegst du nicht mehr raus. So. Die müssen mit Angst und mit Schmerzen aufwachsen. Das habe ich auch schon damals in meiner Karriere als Testpilot, wollte ich gerade sagen, Fahrlehrer gemacht. Da bin ich auch immer, habe ich denen dann gezeigt, wie das denn so geht, habe ich dann in den Fahrersitz gesessen und bin dann immer so ganz leicht rechts im Tunnel an die Fassade ran. So, das ist richtig schön in der rechten Windschutzscheibe Funkenflug zu sehen war. Warum ist der rechts runter? Das gefällt mir gar nicht. Und warum will der auch rechts runter? Der gefällt mir auch. Warum wollen die hier alle rechts runter? Was macht die hier, Leute?
wieder jeder Kack-Audi-Fahrer. Ah ne, ist ein Tesla-Fahrer. I don't know. Sieht aus wie Tesla. Kann aber auch ein Audi sein. Oder was ganz anderes. So sehr kenne ich mich jetzt bei Autos auch nicht aus. Jetzt will er ja auch schon wieder rechts ab. Oder? Nee, oder nicht? Guter Junge. Schon wieder Maut. Immer schon ruhig, LKW. Immer schon ruhig. So, würde ich mal sagen, können wir da vorne auch kurz Pause machen hier. Gibt es eine schöne Raststätte? Ne, gibt es hier nicht. Weit und breit keine Raststätte. Obwohl, doch da vorne. Man fährt doch noch hin. Ich meine, wir müssen sowieso bald pennen und tanken, sehe ich gerade. Okay, komm. Alter, fahren wir nochmal schnell hin. Tanken und pennen. Wobei pennen, weiß ich gar nicht. Aber da fährt ein Zug lang. Hui! 4 Stunden, wir haben noch 40 Stunden, wir brauchen 17 Stunden. Also es können locker zweimal pennen. Es ist jetzt aber 10 Uhr. Das wird ja also wieder eine richtige Nachtfahrt. Das ist doch kacke. Gut, andererseits, wir müssen sowieso früher oder später schlafen. So. Ah, ist ja kacke. Vor allen Dingen, da sind wir doch auch immer so wenig von der Landschaft. Ist doch auch schade. Ich weiß. Wie gesagt, ich muss noch. Oh, 0% Schaden bei der Fracht. Ist ja mal was ganz Neues. So kenne ich mich gar nicht. Mit den letzten 8 Folgen. So, das heißt genau, da fahren wir da hinten also raus. Was ist das für ein Auto, Alter? Voll so ein Ü-Ei-Auto. Route neu berechnen. Kein so, dann pennen wir mal hier eine Runde. Neue Route. Ach ja, Schleuder macht so Spaß. So. Pennen wir jetzt? Ja. Gut, andererseits haben wir hinten sowieso Fall. Fahren wir eh mit der Fähre. Ne, okay, komm, das Pen überspringen wir mal. Das macht jetzt wenig Sinn. Ich weiß zwar nicht, wie lange wir mit der Fähre fahren, aber ist ein Stücke. Wir müssen also wieder ein Stück ausgeschlafen sein. Danach denn machen wir erstmal nur tanken. Also andere kommt dann später. So, Tank voll? Voll? Falsch, voll? Ganz voll. 2000 Euro. Alter, wir sind so arm, Alter. Warum haben wir so wenig Geld? Obwohl, wir können noch einmal, ich meine, wir können noch einmal, ja, also wir haben noch Notgroschen auf der Bank quasi. Aber trotzdem, ich mag jetzt nicht so arm dran zu sein. So armer Schlucker ist nicht mein Lifestyle. Versteht ihr, wie ich meine? Können wir hier parken? Ja, sieht gut aus. Die anderen LKW kommen locker noch dran vorbei. So. Sieht ja gut aus. So. Kommen andere locker dran vorbei. Das soll sich mal nicht so anstellen hier. Tja. So, na dann. Ja, was mit der Folge? Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, denn dann irgendwann mal, also für euch morgen, wieder. Ja, bis dann.